So. Gut, okay, soweit, so gut. Ja. Einverstanden. So, gehen wir mal weiter und gucken mal. Okay, der wohnt hier nur. Oh, Truhe. Was? Mal gucken erst, ob die Ich mit tu's. Fallen gesichert ist. Ha. Ein Waukenpriester würde niemals seine Truhe einfach ungesichert lassen. Das Geld brauchen wir nicht unbedingt, aber die Schleuder sieht interessant aus. Quinns Superschleuder. Diese Schleuder wurde für Quinns Silberfinger von Quinns Vorgesetzten bei den Goldenen Türmen in Am gesegnet. Quinn war sehr stolz auf die Schleuder und trug sie immer bei sich. Er hatte nur bei drei verschiedenen Gelegenheiten Grund, die Schleuder zu benutzen, doch er erwies sie sich dabei als sehr nützlich. Ah. ETW plus 3 durch Geschosse. Hat aber nur eine Initiative von 1. Trotzdem. Sagt in Ordnung. Hast du sonst noch was zu sagen? Was wisst ihr über Einsamkeit und die Bedrohung durch die Barbaren? Nicht viel. Alles, was ich weiß, ist, dass diese Witzfigur Baldemar die Situation wahrscheinlich mit der politischen Eleganz eines Walrosses handhabt. Warum glaubt ihr das? Baldemar kommt vom Land genau wie Dreck. Er glaubt, er ist was Besseres, weil er Kohle hat. Ich hoffe, dass irgendwann ein schlauer Halbling hierher kommt und diesen Trampeln mal ein oder zwei Tricks zeigt, wie man eine Kleinstadt verwaltet. Das ist eine Anspielung auf die Legend of the Drow Bücher. Nur mal so, um es zu sagen. Weil da gibt es einen Halbling, der sich um Einsamwald kümmert. Und es ist nicht Quinn. Einfachheit ist Bescheidenheit, Quinn. Ihr habt recht, aber Baldemar ist bestimmt nicht bescheiden. Er ist einfach ein Tölpel. Er denkt, dass es wichtig ist, aber er ist nur der Abgeordnete des kleinsten Teils von 10 Städte. Gegen die Märkte in Am ist dieses Dörfchen ein Zwerg. Danke, Quinn, lebt wohl. Es soll geschehen. Okay. Hast du uns noch was Neues zu sagen? Lady, hör auf, Pulvis mit Tannenzapfen zu bewerfen. Ich habe ihn mit einer besonderen Verzauberung umgeben, die Tannenzapfen auf den Werfer zurückschleudert. Lady, solltest du nicht auf dem Weg nach Hause sein? Nehmen wir mal das. Habt ihr nicht? Dann lass es drauf ankommen, Heli. Okay. Also die ist unverbesserlich. Gut, dann reden wir jetzt erst einmal mit Pulvis. Der hat hier echt ein bescheidenes Fleckchen, sogar mit seinem eigenen Loch, wo er denn Vorwärts. schläft. Braucht ihr Loch? Wie bitte? Soll ich Loch für euch graben? Ich grab gut und tief, damit es nicht stinkt. Vielleicht ein andermal. Jetzt würden wir euch ein paar Fragen stellen. Fragen? Weiß nicht. Grablöcher. Braucht ihr Loch? Habt ihr in letzter Zeit ein paar Schläge auf den Kopf bekommen? Schon gut, lebt wohl. Okay. Pulvis ist leider wirklich. Sofort. Pulvis ist leider einfach nur dumm. Armer Pulvis. Also, da können wir mal Gewiss. nochmal mit ihm reden.
Ach, wenn das nicht wieder ihr seid, was wollt ihr dieses Mal? Ich wollte mit euch über eure Arbeit sprechen und über die Möglichkeit, nach Süden zu ziehen. Was meint ihr? Ich habe mit dem Priester der Vauken, Quinn Silberfinger, gesprochen. Er sagte, es gebe Chancen für einen geschickten Böttcher in Targos. Targos? Aber ich habe nie gehört von solch einer... Alle Karawanenmeister, die nach Einsamkeit kommen, sprechen zuerst mit Baldemar, Tybald. Kein Wunder, dass ihr davon nichts gehört habt. Ich danke euch, Südländer. Ich werde mich sofort darum kümmern. Sollten die Barbaren die Straße freigeben, werde ich mit meinem Geschäft und meiner Familie in den Süden ziehen. Wir haben Tybald erzählt, dass wir von Quinn Silberfinger gehört haben, in Targos werde ein Böttcher gebraucht. Tybald sagte, er werde sich mit seiner Familie auf den Weg dorthin machen, sobald das Problem mit den Barbaren gelöst ist. Ich werde mich um die Barbaren kümmern, Tybald. Viel Glück. So, bei Haley hat sich jetzt noch nicht viel geändert. Böser Wolf. Ja. In Ordnung. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Mal gucken, ob das Haus von Vorwärts. Also hier unten ist schon mal niemand. Hallo. Hallo. In einem solchen Dreck kann ich nicht leben. Wer bist du? Mit Verlaub, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich euch Einlass gewährt habe. Ich rate euch sofort von hier zu verschwinden, aber ich bin gezwungen, meinen Mann herunterzurufen. Verzeiht, meine Dame, es war nicht unsere Absicht, hier einzudringen. Ja, nun, schlimm genug, dass wir an diesem elenden Ort im Schmutz und Dreck leben müssen. Ich werde es aber nicht dulden, dass auch noch jedes Gesindel, das durch die Stadt kommt, den Dreck ihrer Stiefel an meinem Teppich ablädt. Ja, ihr habt wohl nicht sehr häufig Besuch. Selten, nur die gelegentlichen Besuche dieser pflegelhaften Händler, die hier hineinschneien, um meinem Mann ein Geschäft aufzuschwitzen. Allerdings hatten wir vor einigen Tagen einen richtigen Gast. Das war vielleicht ein komischer Vogel. Ja, wir haben von ihm gehört. War er nicht ein Mitglied des Rates von Zehnstädte? Davon weiß ich nichts. Ich habe nur ein paar Worte mit ihm gewechselt. Baldemar hat ihn gleich nach seiner Ankunft in sein Arbeitszimmer geleitet. Die beiden haben sich die ganze Nacht unterhalten und am nächsten Morgen war er dann verschwunden. Wir haben mal mit Baldemars Frau Aden gesprochen. Sie hat uns noch mehr über den einjährigen Fremden erzählt, der vom Rat von Zehnstädte geschickt worden war. Anscheinend kam er vor einigen Nächten in der Stadt an, um sich mit Baldemar zu treffen. Aden sagte, dass ihr Mann und der Einjährige die ganze Nacht in Baldemars privatem Arbeitszimmer verbracht und Geschäfte besprochen hat. Wie sah er aus? Er war ein Gentleman aus dem Süden, glaube ich. Er war ziemlich groß und ziemlich gut aussehend. Er trug eine Augenklappe, ja, die passte überhaupt nicht zu ihm. Sie hat ihm ein wenig wie ein Spitzbuben aussehen lassen. Was für Geschäfte betreibt euer Mann? Baldemar ist Stellmacher vom Beruf. Sein Reichtum verdankt er der Belieferung der in dieser Region tätigen Handelsbüde mit Karawanenwagen. Nach der Größe des Heims zu urteilen, muss das Stellmacherhandwerk in dieser Gegend ein recht lukratives Geschäft sein. Er baut jetzt keine Wagen mehr. Seit er zum Vertreter von Einsamkeit im Rat von Zehnstädte gewählt wurde, ist solch niedrige Arbeit unter seinem Niveau. Wo finden wir euren Mann? Da, wo er immer ist, um in seinem Arbeitszimmer. Da führt er jetzt wieder seine lächerlichen Geschäftsbücher. Danke, lebt wohl. Woran soll es geschehen? Na, aussperren können wir dich gerade nicht. Kannst du nicht den Raum verlassen, bitte? Wie kann ich helfen? Dass wir gucken können, was in der Truhe ist. Nein, kannst du gerade wohl nicht. Oder doch? Ich höre mit Vergnügen. So. Okay, 4 Heilungselixiere, zu denen sage ich nicht nein. Dein Befehl. Einverstanden.
So. Was? Ist das alles? Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist Elama und ein Ratsbrief. Ratsbrief. Dieser offizielle Brief ist in eleganter Schrift in Tinte geschrieben und trägt das offizielle Siegel der Stadt Targos. An Turlo, dem Vertreter des Rats in Einsamkeit. Alles läuft wie geplant. Wir haben das nötige Talent für unser Unternehmen gewinnen können. Nachdem die letzten Vorbereitungen getroffen worden sind, wird sich unser Mann sofort auf dem Weg nach Einsamkeit machen. Erwartet seine baldige Kontaktaufnahme. Denkt an unsere Unterhaltung. Es steht viel auf dem Spiel und wir rechnen mit eurer Zusammenarbeit. Enttäuscht uns nicht. KT. Ja, vorwärts. Hi, Baldemar. Nanu, seid gegrüßt. Ich habe gehört, dass Fremde der Stadt sind. Willkommen. Baldemar Turlo zu eurem Dienst. Was verschickt euch nach Einsamkeit? Wir sind hier, um einen Krieg zwischen den Barbarenstädten und den Zehnstädten zu verhindern. Verstehe, also es lässt einen allemal gut schlafen, wenn man weiß, dass sich eine Gruppe so tapfer Abenteurer wie in der Stadt aufhält. Wenn diese haarigen Rohlinge Einsamkeit tatsächlich angreifen sollten, werden wir jedes Schwert zu unserer Verteidigung brauchen können. Vielleicht wisst ihr etwas über die Bedrohung durch die Barbaren. Die Situation ist wahrhaftig ernst. Die Barbaren haben eine Armee aufgestellt und marschieren auf zehn Städte zu. Unsere Stadt ist von jeder Hilfe abgeschnitten und wir können so bald mit keiner Verstärkung rechnen. Wir haben erfahren, dass die Barbaren in der Nähe ein Lager aufgeschlagen haben. Wisst ihr, wo es sich befindet? Ein Lager, sagt ihr? Davon weiß ich ehrlich gesagt gar nichts. Wie kann man von den Barbarenhorden wissen, aber nicht wissen, wo sie hinlatschen? Verstehe, könnt ihr uns sonst vielleicht etwas über die Bedrohung durch die Barbaren erzählen? Ja, da wiederholt er das. Könnte ich euch noch etwas anderes fragen? Ja, gewiss, was möchtet ihr wissen? Wir haben von einem einäugigen Fremden gehört, der vor kurzem euer Gast war. Stimmt es, dass er ein von 10 Städte in Santa Unterhändler war? Ja, das war er in der Tat. Er legte auf seinen Weg zum Lager der Barbaren hier in Einsamkeit eine Rast ein. Als Vertreter der Stadt habe ich es als eine Pflicht angesehen, ihn bei seiner Mission mit Unterkunft und Proviant zu unterstützen. Ich dachte, die Stadt sei von der Außenwelt abgeschnitten. Wie konnte er da bis nach Einsamkeit durchkommen? Er ist auf dem Weg zum Barbarenlager. Ihr habt uns erzählt, ihr wüsstet gar nichts von einem Lager. Natürlich wusste ich davon. Wenn ich mich recht erinnere, habt ihr mich gefragt, ob ich wüsste, wo sich das Lager befindet. Ich weiß es nicht. Der Unterhändler hat dieses Wissen nicht mit mir geteilt. Ich dachte, die Stadt sei von der Außenwelt abgeschnitten. Wo konnte er dann bis nach Einsamkeit durchkommen? Gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich nicht die geringste Ahnung, wie er es geschafft hat. Allerdings war er alleine. Es muss ihm gelungen sein, sich unentdeckt durch die Linie der Barbaren zu schleichen. Ja, das hatten wir schon. Dann lebt mal wohl. Sag, was du von mir in Ordnung. So, wir können ja mal seine Frau zu dem Brief befragen. Ihr schon wieder. Mein Leben ist schon traurig genug. Da kann ich auf die ständigen Belästigungen durch unwillkommene Gäste gerne verzichten. Ihr klingt nicht gerade so, als ob ich hier sehr glücklich werde. Das habt ihr gut beobachtet. Ich bin das unglückliche Opfer einer Vernunftehe. Ich hätte nie gedacht, dass mein Leben einmal so aussehen würde, dass ich hier ganz alleine in dieser Bruchbude sitzen würde, als Frau eines Hanswurstes wie Baldemar. Ja, Hanswurst. Ja, wo finden wir Mann? Dein Befehl. Einverstanden. Bip wohl, okay. Weiter. Ja, Fallensteller. So, sollen wir euch Jungs mal aufmischen? Verschwindet, ich bin müde. Ich mag es, wie die Kaninchen schreien.
Ach du meine Güte, das hier sieht, sieht nach einem furchtbaren Ort aus. Gewiss. Digby sagt, wenn wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kaninchen fangen, können wir eine Party feiern. Party, ha, 8 Kaninchen. Wo fangt ihr denn Kaninchen? Ich fange Kaninchen im Wald. Manchmal fangen wir auch Elche und Bären. Manchmal... Einmal habe ich Dogal gefangen. Haha, war das komisch. Bloß Dogal hat nicht gelacht. Und was machen eure Brüder? Die helfen mit den Kanikeln und trinken Feuerwasser. Mir geben sie aber nichts. Sie sagen, wenn ich davon getrunken habe, bin ich ein verrückter Idiot.